Da ich selber so ein bisschen mein Konsumverhalten minimieren möchte und den Fokus sehr aufs Aufbrauchen jetzt gesetzt habe, gibt es aber trotzdem Dinge, die ich gerne haben wollen würde. Aber da müssen erstmal Sachen leer gehen. Ich muss erstmal so meinen Bestand ein bisschen minimieren. Aber ich habe eine Wunschliste und die Wunschliste möchte ich euch in diesem Video gerne zeigen. Viel Spaß! Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und wir sprechen heute mal über meine Wunschliste. Ihr wisst, ich selber habe den Fokus aufs Aufbrauchen gesetzt und das möchte ich an euch einfach auch weitergeben. Seid so nachhaltig, wie es nur geht. Na, also wenn ihr jetzt kein Mensch seid wie ich, der nur mit Seife zurechtkommt, dann müssen wir eigentlich wirklich so handeln, dass wenn wir das, was wir kaufen, auch wirklich aufbrauchen. Es muss leer gehen. Deswegen mache ich auch die Videos zum Aufbrauchen, ein wichtiges Thema. Aber dennoch habe ich halt auch Wünsche und natürlich möchte ich auch diese Wünsche euch weiter mitgeben. Und es hat sich so viel auf dem Skincare-Bereich, in dem Skincare-Bereich getan. Es kribbelt mich natürlich schon auch. Ich habe auch ein bisschen Haarpflege dabei und würde heute gerne mal mit Haarpflege anfangen. Und ihr wisst ja, Frisur hat sich geändert und inzwischen habe ich so starke Locken. Ist halt nicht mehr zu vermeiden. Bei den kurzen Haaren sieht man es jetzt nicht so heftig. Bei den längeren hat es man richtig stark gesehen. Natürlich bin ich da auch auf der Suche nach Shampoo mit und Spülung natürlich mit Protein, welches eben für fettiges Haar abgestimmt ist. Meine Haare dürfen halt nicht noch fettiger werden, das geht nicht. Und ausgetrocknet werden sollten sie nach Möglichkeit natürlich auch nicht. Ich bin auf Yope gestoßen, als ich nach Conditioner mit Protein geguckt habe. Dann ist das ausgespuckt worden, habe ich gesehen, ah, da gibt es ja auch ein Shampoo. Und ich muss ganz ehrlich an der Stelle auch sagen, das ist auch ein bisschen Marketing bei den Produkten. Da hat so kleine Tierchen auch drauf. Ich finde das total ansprechend. Und für 6,50 Euro im Moment bei Amazon. Ich habe aber gesehen, das gibt es irgendwo gibt's für günstiger. Muss ich mal gucken. Aber 6,50 Euro auf Amazon, da überlegt man sich das schon. Also ich finde es nicht teuer. Aber wie gesagt, ich muss hier erstmal einiges an festen Shampoos und Spülungen aufbrauchen, bis ich da wirklich zugreifen kann. Reden wir über, jetzt muss ich gucken, wie das heißt, Boldplex. Kenne ich nicht. Das ist ein Protein-Shampoo. Da wird damit geworben, dass es für lockiges Haar unter anderem ist, aber auch für brüchiges Haar. Und jemand, der Proteinmangel hat in den Haaren, dem brechen die Haare unwahrscheinlich schnell ab. Moi. Ist bei mir zu 100% so. Ist natürlich schädlich für lockiges Haar auf jeden Fall. Aber die zwei Produkte sind schon um einiges teurer. Also ich habe einmal die Spülung und die soll feuchtigkeitsspendend sein. Und hier hat es eben die sogenannten Proteine drin und ich bin halt echt gespannt, wie meine Haare auf Proteine in einer höheren Konzentration reagieren, weil jetzt hatte ich immer Spülungen, wo echt nur geringer Anteil an Proteinen enthalten ist. Und da bin ich halt schon gespannt und hier ist es ein bisschen stärker. Und die ganze Sache soll euch feuchtigkeitsspendend sein, aber die Spülung kommt halt schon mit 17,95 Euro ums Eck. Und bei dem Shampoo, was ebenfalls gleich konzipiert ist und eben auch Proteine enthält, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ich weiß nicht mehr alles aus dem Kopf, aber auf jeden Fall hat mich Shampoo und Spülung unwahrscheinlich interessiert und das Shampoo ebenfalls 17,95 Euro und Boldplex könnt ihr ebenfalls bei Amazon bestellen. Ich habe es jetzt, glaube ich, nirgendwo anders gesehen und ich weiß halt auch nicht, soll es so ein Pendant von Olaplex sein? Wenn irgendjemand da draußen diese Produkte schon mal getestet hat, mir gerne bitte unten in die Kommentare schreiben, denn das interessiert mich schon auch. Aber es ist halt auch teuer und da bin ich natürlich auch, habe ich ein bisschen Respekt, weil 17,95 Euro und wenn es dann hinterher nicht funktioniert, das ist dann halt schon ein Bereich, wo es so ein bisschen weh tut.
Bei Face Theory hat sich einiges getan. Sie haben dekorative Kosmetik rausgebracht. Sie bringen ständig neue Produkte raus, was echt der Hammer ist. Und sobald ich mal wieder so ein bisschen weniger habe und das eine Gesichtswasser von Face Theory leer ist, dann werde ich da auch wieder zuschlagen, weil das nimmt mir halt schon auch Platz weg in meinem Schrank. Das ist richtig übel, weil das hat halt dann schon einen größeren Durchmesser und da passt halt nicht ewig viel rein. Ne? Und außerdem passt auch nicht ewig viel auf meinem Gesicht drauf. Aber Face Theory hat jetzt Sonnenschutz. Hatten sie vorher schon. Und der ging gar nicht. Also mein Vater ist gut damit zurechtgekommen, ich gar nicht. Der war einfach schlicht und ergreifend viel zu fettig. Man hat ihn nicht so anwenden können, dass du da 1 bis 2 Gramm auf dem Gesicht aufträgst. Das ging nicht. Der war so fettig. Brutal. Dann hat er bloß ein SPF von 20 gehabt. Den haben sie dann aus dem Sortiment genommen. Jetzt gibt es einen mit Lichtschutzfaktor 50, so wie sie es gehört. Warum 50? 50 ist wichtig, weil wir nie diese 1 bis 2 Gramm so exakt auf dem Gesicht auftragen und alles, was weniger ist, wird natürlich vom SPF abgezogen, ganz klar. Gleichzeitig UVA-Schutz muss man eben auch mitberechnen. Durch 3 ist man da immer an der richtigen Stelle. Und hier sind Filter eingebaut wie Tinosorb S und UV0A+, den kenne ich jetzt weniger, aber Tinosorb S, da wurde schon viel darüber geredet, da, den kenne ich auch von Maggi und Marek beispielsweise, ist kein schlechter Filter. Sie sagen, es sei ein cremiges Balsam, sprich, da ist die ganze Formulierung anders. Und die ganze Geschichte kostet 19,99 €, so wie es sich auf dem Bild erkennen lässt. Ist es immer noch diese Metalltube? Ich sehe diese Metalltube mit gemischten Gefühlen an, weil irgendwann mal außenrum dieser Aufdruck einfach weggeht durch das Verwenden. Das geht weg irgendwann. Ich mag zwar diese Malertuben echt gerne, aber ich hoffe, da haben sie ein bisschen dran gearbeitet und das hält jetzt ein bisschen besser. Dann sind wir tatsächlich bei einem Mist, was rausgekommen ist von Face Theory und der nennt sich Riplina Mist, genau, erfrischender Pflegespray. Und hier sind Aminosäuren und Niacinamid drin. Ihr wisst ja, Niacinamid ist einfach eine richtig coole Sache. Und wenn ich solche Sachen verwende, weil hier ist sogar ein Sprühkopf drauf, richtig gut. Wenn ich solche Sachen verwende, dann müssen halt schon dementsprechende Inhaltsstoffe oder Actives drin sein. Nur Gesichtswasser zu verwenden wegen der Feuchtigkeit tue ich jetzt speziell nicht. Das schenke ich mir einfach den Schritt. Und ich bin aber trotzdem interessiert an dem Produkt. Das Produkt soll 18,99 € kosten. Die Face Theory Sachen sind halt ein bisschen teurer. Wie ihr von mir so ein bisschen merkt, komme ich nicht von den festen Sachen so weg. Von wenn ich irgendwie was sehe, was irgendwie in der Richtung konzipiert ist, bin ich dann natürlich auch interessiert. So hat Face Theory auch was Festes rausgebracht, nämlich den Clarivar, der mit Tonerde ist. Und dem wird ja viel zugesprochen. Ich kenne die Face Theory Sachen, die funktionieren echt gut. Und wenn ihr mit Face Theory halt nicht zufrieden seid, dann kriegt ihr innerhalb 365 Tagen euer Geld zurück. Das machen sie deswegen, weil sie wissen, dass die Sachen funktionieren. Und der Clarivar, den kann man auch im ganzen Körper anwenden. Das ist zum Beispiel für diejenigen von euch, die minimalisiert arbeiten möchten, vielleicht eine gute Sache. Denn so spart man beispielsweise auch Produkte ein. Deswegen interessiert er mich halt eben auch, weil ich eben weiß, dass ich Zuschauer habe, die halt keinen Bock haben, dass da ewig viel im Bad rumsteht. Kann ich vollkommen verstehen, hatte ich jetzt auch nicht seit lang. Und der Clarivar kostet 18,99 €. Ist für fettige Haut, Mischhaut, Akne, kann eben für Gesicht und Körper verwendet werden. Der interessiert mich eben auch. Ja, auch 18,99 €. Colibri hat einen Hyaluronsäure-Booster rausgebracht. Heieiei, ich mag ja schon das Hyaluronserum von denen echt gerne. Aber der Hyaluronsäure-Booster mit 5 aufeinander abgestimmten Hyaluronsäuren,
Wow! Ich habe mal ein Video über Hyaluronsäure gemacht. Da habe ich genau über die Thematik gesprochen. Fallt deswegen nicht drauf rein, wenn auf eurem Produkt Hyaluronsäure draufsteht und ihr kennt euch mit den Inhaltsstoffen nicht aus. Bei Hyaluronsäure ist es immer eine Frage der Moleküle. Wie tief kann die Hyaluronsäure in eure Haut eindringen? Deswegen ist diese Kombination von den fünf verschiedenen Hyaluronsäuren, das ist schwierig zu sagen, Hyaluronsäuren, absolut krass. Die ganze Geschichte kostet natürlich ein bisschen mehr mit 29,95. Hier wird aber damit geworben, dass man nur einen Pumpstoß braucht. Sprich, dann hält ihr das Produkt ewig. Also, ihr könnt es in der Augenpartie anwenden für diejenigen von euch, die eine trockene Augenpartie haben oder eben keine trockene Partie haben, weil das ist wieder nicht unwahrscheinlich fettig konzipiert. Also, man kann es an den Augen anwenden. Hyaluron ist super gut für Mimikfältchen beispielsweise. Und dann könnt ihr das eben auch als Unterlage für euer Make-up verwenden. Richtig gut. Als Primer eben. Ich bin angefixt. Was mache ich nur? Ich muss meine Sachen wegkriegen. Was mache ich nur? Es ist so schlimm. Also 29,95 wird es kosten. Also hier möchte ich gar nicht viel sagen. Weil wer sich für Skincare interessiert, kennt jetzt dieses Produkt. Lebensprodukt von NO. Und das ist einfach mega krass. Ich werde das auf jeden Fall kaufen, weil das ein Feuchtigkeitsbooster ist und ich den auch auf den Haaren anwenden kann. Also auf der Kopfhaut. Ich habe das Problem, dass meine Kopfhaut unwahrscheinlich schnell fettet. Und auf der Kopfhaut gilt genau das gleiche wie im Gesicht. Wenn eure Haut unwahrscheinlich fettet, hat sie wahrscheinlich Feuchtigkeitsmangel. Und es gibt auf dem Markt einfach nichts Gescheites für die Kopfhaut. Really, es gibt kein Kopfhauttonikum, was man anwenden kann, was irgendwie anständige Inhaltsstoffe drin hat. Hier in dem Produkt ist drin Ektoin und Panthenol. Und wichtig, wenn ihr das im Gesicht anwendet, es ersetzt kein Serum. Es ist eine feuchte Unterlage plus einem kleinen Kick eben, dass es auch was bringt und kann unwahrscheinlich gut mit allen anderen Produkten von NO oder jedem anderen Produkt kombiniert werden und steht natürlich auf meiner Wunschliste mit 9,95 €. Ist es eigentlich auch gar nicht so teuer, richtig cool und mit dem blauen Outfit fällt es eigentlich auch echt cool auf. Ich finde auch so die Aufmachung von dem Produkt unwahrscheinlich nice. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Und wahrscheinlich ein bisschen zeitiger, weil wie gesagt, ich will das auf den Kopf anwenden und mal da ein bisschen probieren, ob ich da irgendwas reißen kann und meine Haare nicht ganz so schnell fetten. Das wäre ja richtig cool. Und wenn es irgendwie dann die Haare nicht verkleben würde, wäre es noch besser, weil ich will es ja nicht und will es ja unter Umständen nicht wirklich wieder rauswaschen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich probiere es mal aus. Auf jeden Fall, wenn ich es kriege, weil es wird im Moment wahrscheinlich ständig ausverkauft sein. NO hat auch rausgebracht einen AHA, PHA, Peeling Cleanser. Und da stimmt der pH-Wert nicht so hundertprozentig. Also es wird nicht peelen, so wie es auf der Verpackung gesagt ist, sondern mehr beruhigen und reinigen. Ist einfach auch eine coole Sache. Und ich kenne das von dem Colibri Cleanser, der funktioniert auch unwahrscheinlich gut. Ich bin gespannt, wie ich da damit zurechtkommen werde. Wenn ich denn mal diverse Dinge aufgebraucht habe, aber das habe ich ja schon auf vielerlei Ebene jetzt gesagt. Das Produkt soll 7,95 € kosten. Da kannst du eigentlich echt nichts sagen. Also ja, gibt einiges Neues. Und ich hänge noch so viel an dem Alten fest. Das ist so schlimm, das ist echt übel. Aber es ist halt eben wichtig, dass ihr euch bewusst macht, was ihr braucht, kauft nur das, was ihr verwendet und was ihr aufbrauchen könnt. Denn es ist keinem geholfen, wenn ihr Produkte rumstehen habt, die dann kaputt gehen. Natürlich gibt es auch ein Peeling-Serum und das ist auch mit AHA und PHA von NO wieder. Und auch das interessiert mich auf jeden Fall, also Säuresachen. Und gerade PHA ist für mich einfach ein interessanter Inhaltsstoff. Ich habe die Säure mal unter die Lupe genommen. Ich würde dir einfach mal das Video
Oder machen wir es so in den ganzen Ordnern. Da habe ich verschiedene Produkte auch schon vorgestellt, die Säuren enthalten. Werdet ihr einfach mal in den ganzen Ordner unter mir verlinken. Und das hat echt eine tolle Sache, weil es eben die Kollagenproduktion anregt. Ich habe eine viel bessere Haut und eine viel, wie sagt man, stabilere Haut, als ich noch meine alte Gesichtspflegeroutine hatte. Klar, da habe ich auch Duftstoffe und allen möglichen Scheiß verwendet. Und meine Haut hat sich schon zum Positiven verändert. Und ich werde halt eben auch von anderen angesprochen. Und Leute, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, die mir angucken, hey, Entschuldigung, was hast du gemacht? Du siehst immer noch so aus wie früher. Und klar, wenn man bei mir näher hingeht, dann sieht man auch die feinen Linien. Das ist klar, ich bin 42. Aber Säuren sind halt einfach eine richtig coole Sache. Und ich kann sie euch echt empfehlen, dass man das einfach in seine Routine einbaut. Und jetzt kann man es halt unwahrscheinlich einfach eben auch in der Drogerie kaufen. So, letztes Produkt für heute und ich würde solche Videos gerne häufiger machen. Schreibt mir also gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr das findet. So Wunschzettel-Videos sozusagen. Gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und jetzt bin ich bei dem No Slow Aging Serum. Das interessiert mich natürlich auch. Slow Aging. Hallo? Wir wollen alle nicht älter werden und ich sage euch aber jedes Mal aufs Neue, verwendet Sonnencreme. Das ist die beste Slow Aging Sache, die ihr euch antun könnt. Ernährung, Rauchen sind natürlich auch so Faktoren, aber dann auch noch die Skincare und wenn die dann eben die entsprechenden Inhaltsstoffe hat und die hat sie. Hier finden wir Panthenol und Koffein, was die Peptide in dem Produkt nochmal unterstützen. Interessiert mich einfach, hallo? Also ich bin jetzt mit jedem oder sagen wir fast jedem Produkt von No zurechtgekommen. Es gab so ein Produkt von früher, aber die haben eigentlich alles überarbeitet. Das ist richtig krass. So ein Produkt von früher, was ich nicht ganz so gut fand. Aber durch das, dass die halt eben ständig an sich arbeiten, ist halt echt eine richtig coole Sache. Und ich mag die Sachen, weil sie sind halt echt hochwertig und haben hochwertige Inhaltsstoffe. Klar, Skincare muss nicht teuer sein, aber wenn man sich mal was leisten möchte, warum nicht? Und das Slow Aging Serum soll 16,95 € kosten. Und ihr merkt schon, ich werde mir jetzt nicht alles auf einmal kaufen. Das wird so nach und nach irgendwie auf meinen Kanal wandern. Was sind eure Wünsche? Schreibt mir die gerne auch unten mal in die Kommentare. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Videoformat findet. Würde ich zukünftig einfach häufiger machen, wenn ich Produkte sehe, die mich interessieren. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass auf jeden Fall einen Kommentar. Würde ich mich freuen. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!